So, Freunde, wir geben uns jetzt die neue Folge von Arda nach New York. Ziehen wir uns rein, was der Bre weiterhin gemacht hat. So, da schauen wir, darauf reacten wir noch. Super. Und danach mach ich Feierabend für heute. Guten Morgen. Morgen. Boah, was hat der am Auge? Schneit einfach. War kalt? Nee, ich war gut eingepackt, relativ. Also war okay. Nur einmal abends kurz, wurde sehr kalt. Aber dann habe ich nochmal extra noch ein T-Shirt drunter angezogen. Aber das jetzt schneit, ist crazy. Guck mal jetzt, bei der letzten Folge hat er gesagt, es fehlt nur noch das Schneid. Und jetzt hat er das auch. Also offiziell April. Macht wirklich, was er will. Hat dich die Baustelle eigentlich geweckt? Nee, das eigentlich nicht. War eigentlich so laut. Aber ja. Heute ist Tag 7. Sind wir heute einfach schon seit einer Woche unterwegs, wenn wir den Tag geschafft haben. Crazy. Wir haben auch geguckt gestern. Gestern haben wir die 300 Kilometer geknackt. Einfach schon 10% geschafft Richtung New York. Heute, jetzt haben wir den, also die erste Etappe soll wohl... Krass, guck mal, wie er denkt. 10% schon geschafft. Sehr, sehr. Sehr motivierend. Also, was heißt sehr, sehr? Viele Höhenmeter, viel hoch, viel runter. Soll sehr tricky sein. Wird auch gut reinknallen. Ungefähr 33 Kilometer. Dort machen wir dann eine Pause. Und danach hausen wir heute in Sören, ne? Hieß es? Sontra. Sontra, genau. Sontra ist heute... Sören. Sontra ist heute unser... Place to be. Dort haben wir auch schon bei einer netten Gaststätte angerufen, die glücklicherweise einen Platz für uns haben, weil heute schneit es und ist übertrieben kalt, also draußen Temperaturen sind minus 2 Grad. Deswegen haben wir uns entschieden, heute in Sören zu halten. Nicht Sören, Mann. Sontra. Sontra zu halten und dort zu Hause. Das Gute ist, da gibt es auch ein Lidl, haben wir gesehen, weil wir brauchen auch noch ein paar Utensilien, so wie Klopapier und so. Und ein paar Nudeln noch für die kommenden Tage. Also passt das sehr gut. Ich glaube, am Ende werden wir heute so auf zwischen 43 und 45 Kilometer. Irgendwie sowas, oder? Plus, minus, ne? Plus, minus, man weiß nie immer. Also bis jetzt war es immer so, dass irgendwie 2 Kilometer am Ende immer mehr waren, als es Navi angezeigt hat. Besser so, jetzt dick anziehen und dann heißt es, in die erste Runde gehen, Kilometer abreißen. Ha. Boah, Bruder, bei diesem Beat am Anfang, check that bitch. Beine sind voll gut eigentlich. Das Einzige, was manchmal nur immer so blockiert, ist mein Rücken. Aber ich glaube, das kommt auch durch den Rucksack. Ja, das ist ja Powerbank drin. Ja, ja, ich habe ja hier, ist ja voll viel Sachen drin. Ne? Ich merke manchmal so, dass hier dieser mittlere Teil so ein bisschen blockiert. Aber warum Powerbank? Durch den Blackroll und so. Warum jetzt noch außer Handy, braucht er doch nichts. Geht es danach immer so gut auf, eigentlich. In dieser Position bin ich nicht nur beim Dehnen die letzten Tage. Ah, guck, er spoilert, dass er in Büsche kackt. Digga, wir sind leidenschaftliche Frühscheißer geworden, ich schwör's dir. Aber was soll ich dir sagen? Ist die Realität. Spart Wasser. Manchmal ist es nur ein bisschen kalt, aber wenn man ab und zu mal so ein frischer Wind so durchzieht, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, aber sei ehrlich, Malte, du bist jetzt auch neu in dem Game vom Frühscheißen. Endlich aus dem Thema. Aber ist die Realität, die Leute wollen es ja wissen vielleicht. Hat schon was. Weil ich habe manchmal in den Kommentaren gelesen, so, wie machen die es mit der Toilette und so. Und das ist halt Dings. Und wie findest du es? Ist gut. Man lernt es zu lieben. Erster Lauf des Tages. Er läuft mehrere Stunden und Navi ist dabei an. Er muss ja sein Handy laden beim Laufen. Okay, aber der kann doch Dings. Das hätte man doch irgendwie so mit dem Dings klären können. Mit dem Bus, der mitfährt. Dass das dort geladen wird oder irgendwie so ein zweites Gerät oder keine Ahnung was. Also er soll jetzt nicht daran scheitern, aber der Junge läuft bis nach New York. Mit Rucksack, wo ein bisschen was drin ist, ist natürlich schwieriger. Auch wenn es 2% schwieriger ist, es ist eh schon sehr schwer. Tag 7 hat begonnen. Wir laufen jetzt durch das Werratal. Paul, begleiten Sie mich heute etwas? Um auch noch mal ein paar andere Perspektiven, Aufnahmen zu machen. Sehr fleißig. So, wir laufen durch das Werratal Richtung... Wer ist er? Irgendwas mit D. Guck mal, er hat nur einen Satz geantwortet. Arda wirkt beim Laufen wesentlich entspannter, wie er auf dem Fahrrad. Wir laufen durch das Werratal Richtung... Wer ist er? Irgendwas mit D. So, ich habe 33 Kilometer jetzt. Erstmal bis dahin. Wahrscheinlich plus 2 Kilometer ist immer alles drin. Let's go. Ist zwar gerade mal Tag 7. Und wir haben noch riesen Brocken vor uns. Aber bis jetzt
regenerieren meine Beine richtig gut. Ich habe immer frische Beine. Aber ich frage mich, für was Musik, was für Musik Arda hört. Nach einem Tag mehrere Stunden Musik hätte ich keinen Bock mehr, irgendwas zu hören. Ja, so zwischendurch mal eine Stunde Musik anmachen. Ich glaube, in irgendeinem, in seiner ersten Folge oder so, worauf wir gereactet hatten, hatte er gesagt, dass er sich nicht so krass daran gewöhnen will, die ganze Zeit Musik zu hören, weil sonst braucht er das die ganze Zeit. Die ganze Zeit Musik zum Hören. Also er will sich auch eher daran gewöhnen, dass mal auch Ruhe ist einfach und er einfach nur läuft und er sich darauf konzentriert. Und ich glaube, er hört einfach viel Rap-Musik auch. Hat man ja gerade schon gehört, dass er so einen Hardcore-Drill-Beat anhatte. Ich steck das gut weg alles. Der Körper adaptiert gut, auch mein Puls. Wir gehen gerade einen riesen Anstieg hoch und mein Puls bei 130. Also, es wird auch noch andere Tage geben, aber bis jetzt, Schikunerosu, läuft alles. Damals als Kind wäre ich jetzt gerne hier reingesprungen mit Gummistiefeln so. So einmal quer rein so. Quatsch! Meine Kinder lassen keine Pfütze aus. Die nehmen jede Pfütze mit. Dann gucken die mich an und sagen die Baba. Und dann springen die in die Pfütze rein. Steinige Wege wieder. Bergauf und steinig. Also wirklich immer sehr tricky. Muss immer aufpassen, dass ich wirklich nicht umknicke. Ein falscher Tritt und das könnte böse wehtun. Ja, fragt ihr euch noch, was für Musik ihr hört? Er hat Rap-Musik natürlich. Was soll er hören? Yeah, I got skills, do it for the thrill. Bro, wir müssen uns im Klaren sein. Wir haben schon 10% geschafft. Ja. Wir müssen so kleine Etappen zelebrieren im Kopf, dass du deinem Körper immer wieder diesen Belohnungseffekt gibst. Nur noch 7 Tage oder so, 7, 8 Tage, denke ich mal, dann sind wir aus Deutschland raus und sind an der französischen Grenze. Dann haben wir den ersten Teil. Ich habe mir den Kuchen in 5 Stücke aufgeteilt. Ja. In meinem Kopf die ganze Zeit. Kuchen 1, Deutschland. Kuchen 2, Frankreich. Kuchen 3, Spanien, Kuchen 4 Portugal, Kuchen 5 Amerika. Und dann gehen wir in die zweite Runde. Und Amerika wird das Dessert. Was meinst du, welcher Kuchen hat am meisten Kalorien? Frankreich. Frankreich hat sehr viele Kalorien. Aber Portugal, Spanien darf man auch nicht unterschätzen von den Kalorien. Frankreich ist so eine riesen platte Lasagne. Ja. Mit sehr viel Käse, sehr fettig, sehr viel Kalorien, viele Kaloriendichte. Aber eine riesen Platte, du isst lange dran. Weißt du, Spanien, Portugal, es war auch nicht so kurz, ist so lang wie Deutschland ungefähr. Ist so Tapas, so kleine Häppchen, aber auch fettig. Aber auch fettig, genau. So ist so dieses, auch wegen den Höhenmetern und sowas. Man hört seinen Berliner Dialekt richtig raus, ne? Chat, ich muss euch ehrlich sagen, ne? Der Dialekt aus NRW und Berlin gefällt mir am meisten. Wirklich. Es gibt auch so ein paar Dinger, die feiere ich gar nicht. Zum Beispiel der Bayerische oder der Sächsische oder was weiß ich, keine Ahnung. Sogar Schwäbisch hier. Es triggert mich manchmal, wenn Leute hier so immer so ich, was ich und so. Weil da erwarten uns auch nochmal mehr. Also Spanien, Portugal wird sehr hügelig. Und Amerika? Amerika wird so, wären so ein schöner Pancake Tower. Ja. So das Dessert am Ende. Wir kennen die Soße nur noch nicht. Ja, wir kennen die Soße nur noch nicht. Passt auf uns. Ich habe in Amerika, Amerika hat gar keine eigene Küche, ich sag's euch. Ich habe da mal Dings gegessen, so einen Pancake-Teller gegessen, wie er das gerade sagt. Boah, ich sag euch, die übertreiben so krass. Da sind einfach so mehrere Pancakes übereinander gestapelt. Dazwischen ist Sahne, da drüber Ahornsirup, oben nochmal Schokoladendings. Und was weiß ich, also wirklich kriegt man das Kotzen schon, auch wenn man Süßes mag. Zukommt, ganze Zeit berghoch, ganze Zeit. Ja, ich rede nicht von diesem Hardcore-Berliner Dialekt. Also Hardcore-Dialekt ist überall Schrott. Auch sogar in NRW auch Schrott. Wenn hier zum Beispiel, wenn du hier in Stuttgart in die Dörfer fährst und da mit Leuten redest, mit so alteingesessenen Deutschen und so, ich verstehe kein Wort. Kein Wort. Ersten 5 im Kasten. Geht schnell, oder? Das hab ich auch im letzten Video mal gesagt, dass du dich zwingen musst, ab und zu auch langsamer zu laufen. Und das zieht sich dann wie ein Kaugummi. Das ist manchmal für den Kopf ein bisschen scheiße, aber wir kommen voran. Die ersten 5 Kilometer gingen relativ schnell und zum Ende hin fühlen sich eh die Kilometer immer länger an als am Anfang. Ein Wechsel auch schon rum. Ja, am Anfang frühstückst du das mal gut weg, am Ende ist dann immer, zieht sich das ein bisschen. Hatte French Toast mit Turkey Bacon zum Frühstück, hab fast im Strahl gekotzt. Ja, genau so ist das. Hab da mal Omelette gegessen, musste fast brechen mit Hackfleisch, Ketchup und so. Omelette, nicht French. So ist das dann. Cooles Video, Digga. Vielen Dank. Ich danke dir. Viel Erfolg dabei. Ciao, bye.
Also wenn ich ihn auf offener Straße sehen würde, ich würde mich das nicht wagen, ihn nach einem Foto zu fragen, weil er hat so was Dickes vor. Und wenn er bei jedem anhält und ein Foto macht, ist nicht fresh. Er kommt aus seinem Flow raus, er hält seine Zeiten nicht ein und so weiter und so fort. Hat man ihm gerade auch ein bisschen angemerkt, finde ich. Ich weiß noch, ich sagte ihm, er soll mir einfach ein stilles Wasser bringen. Der Kellner bringt mir einfach dieses Leitungswasser in New York, ist einfach pures Kalk. Ach krass. Ja, der behindert viele neue Abos. Wir haben immer entschuldigen, was soll ich machen? Leider gibt es hier keinen anderen Weg, wo man fahren kann oder laufen kann. Deswegen versuchen, bestmöglich Rücksicht auf die Autofahrer zu nehmen und auf die LKW-Fahrer. Und die hoffentlich nehmen auch Rücksicht auf mich. Und dann passt doch's. Wir haben gerade soeben Thüringen auf Wiedersehen gesagt. Thüringen hat er hinter sich gelassen. 20 Kilometer, dann sind wir im ersten Spot angekommen. Was geht ab, Refik? Jetzt mal eine ganz wilde These. Wenn er ja über den Pazifik reist mit Schiff oder Flugzeug, dann ist er doch eigentlich weniger als die Hälfte gelaufen. Rein rechnerisch, ja, ne. Ich weiß gar nicht, ist das so? Aber er will nach Amerika, also er will nach New York. Ich glaube, so wie ich rausgehört habe, ist das so ein besonderes Reiseziel von ihm nach New York. Ist auch eine große Schlagzeile, muss man sagen. Also man sollte jetzt nicht darüber grübeln, so was wäre besser und keine Ahnung. Das hat er sich vorgenommen, das ist krass genug. Und wenn er das macht, ist schon heftig. Super, 12 Kilometer noch. Hast du geschafft. Keine Bauern, kein Essen. Da haben die recht. Super, ist es. Noch 20 Kilometer, dann haben wir den ersten kleinen Ort erreicht und dann machen wir dann erstmal Pause. Noch 8,5. Langsam mit 10. Einfach abspulen. Wenn ich ihm so beim Laufen zusehe, habe ich das Gefühl, dass das nichts Besonderes ist für den. Das macht er mit links. So kommt mir das vor. Es ist nur so das Krasse halt, dass er das an einem Stück 2 Monate lang machen muss. Ja, normal ist New York besser wie Texas. Was will ein Texas? Mein Schweinehund hat sich auch das Bild jetzt nicht. Was? Keine Ahnung. Oder ich habe Stimme im Kopf. Ich habe gestern gesehen, auf dem TikTok, du hast deinen Schweinehund abgeschlachtet und irgendwo liegt der und du schreist ihn immer noch an. Oh, wie komisch es klingt, je stärker mein Verstand wird, umso stärker wird auch mein Schweinehund. Der wächst mit, meinst du? Natürlich wächst er mit. Weil er immer neue Levels testen will. Ist so Yin und Yang, ne? Das eine kann unter das andere. Meint ihr, dass er so guckt, mit wie viel km/h er die ganze Zeit Casey Gazi will dich in seinen Stream einladen, aber du antwortest nicht. Doch, ich habe schon geantwortet. Ich habe mit ihm schon geschrieben. Der läuft in Berlin auch jeden Tag zwischen 20 bis 50 Kilometer. Ja. Meint ihr, dass er so auf sein Ding da guckt und die ganze Zeit so in einem Tempo laufen will oder macht er das nach Gefühl? Andere nicht, genau. Deswegen, der ist auf jeden Fall nicht tot. Der lebt wie nie zuvor. Man soll auch sagen, denken, alles was gut, er will. Kersen. Ich würde niemals brechen. Egal was kommt, mach egal Gefühl. Was Schwierigkeiten kommen. Würdest du sagen, ist steil? Ja. Guck mal, der Radfahrer. Ja. Guck mal. Würdest du sagen, ist steil? Ja. Der sagt das so aus der Puste. Ja. Sehr tricky Weg. Das ist langsam hier runterlaufen. Auch sehr rutschig. Weil drunter der Schlamm ist nicht fest. Und voll viele Steine, Stöcker. Langsam runterlaufen, dass wir nicht umknicken. Guck mal, siehst du da den Weg? Ich glaube, da müssen wir drauf. Da unten gehen wir rüber, da wo die Bäume liegen. Bock auf Pilz heute? Meinst du, kann man essen? Niemals. Schreib mal in die Kommentare. Dicker! Wir sind einfach hier mitten in der, keine Ahnung, wo wir sind. Aber, guck mal hier, schön frisches Wasser. Boah. Warte. Lass die GoPro laufen? Ja. Warte,
Hast du? Ja, ich habe. Ja, alles gut. No, I won't. Der wäre bei Seven vs. Wild unterfordert. No, I won't. Guck, jetzt singt er einfach noch zwischendurch. Fred. Guck mal, während er singt, wie der Typ auf dem Fahrrad mitsingt. So komplett aus der Puste. Be afraid. Stand by me. Minigolfplatz. Bock auf ein paar Löcher? Für die Abwechslung? Ja. So nicht. Was stand da drauf? Dass aber seine Gelenke mitmachen, finde ich krass. Ja, der ist auch maximal durchtrainiert. Krass. Steiner Höhenmeter? Puls war auch super. Nicht. War das anstrengender als der Hart? Ja. War anstrengender. Jedes Tag sage ich, das war die anstrengendste Strecke, aber das war jetzt die anstrengendste Strecke. Die war sehr tricky. Zum Ende war es nochmal tough. Später haben wir, glaube ich, noch so 11 Kilometer oder so bis zum Dorf, ne? Also haben wir einen sehr großen Teil abgefrühstückt jetzt. Oh, jetzt ein bisschen chillen. Super. So. Nach dem Lauf. Supplements. Meine Vitalstoffe. Omega-3, Athlete's Tag, D3K2. Etc. Code Auto könnt ihr mal maximal sparen. Super. Schönes warmes Teechen und eine schöne Kartoffel. Eine Kiwi. Das ist doch keine Kartoffel, oder? Er testet uns. Karotten habe ich schon gegessen. Rote Paprika, grüne Apfel, Banane. Und dann mache ich mir gleich. Was ist das für ein Insider? Ich noch was. Aber super Vorspeise. Ach so, weil er das mit Schale isst, sagt der Kartoffel, so ein auf das geht durchmäßig. So, jetzt beißt rein. Und mach hier rein so ein bisschen Salz. Guck mal. Was geht? Alles klar? Ja, können wir machen. Komm. Dankeschön. Was? Ey, viel Glück mehr. Dankeschön, Bro. Vielen Dank. Dankeschön. Alles gut, Bro. Ja? Ja, selbst. Wir kommen aus Sontra. Sontra? Sontra, ja, du läufst da durch. Ja, du hast noch einen sehr weiten Weg vor dir, Mann. Die Kornberger Höhe, ich sag dir so, wie es ist. Das, wird so, das ja? ist so ein hoher Berg, ja. So ein Berg, also ja. Der Berg, die Strecke gerade von hier war geistkrank. Ja, das glaube ich dir. Also die war wirklich, ja. Deswegen, wenn es hier noch höher wird, ach egal, auch wenn es hoch geht. Hey, oh, Bananen, dann kommst du wieder so, so oder so. Instant Oats mit Whey. Einfach gemahlene Haferflocken in Pulverform. Whey, einfach mit Mandelmilch umrühren. Bisschen Zimt drauf, Banane, Honig. Habt ihr so einen schlotzigen Brei mäßig. Mahlzeit. Guten. Lecker. So teigig, schlotzig. Hat einer gefragt, was heißt eigentlich schlotzig? Das ist genau. Schlotzig. Das ist schlotzig. Jetzt kennt ihr den zweiten Lauf des Tages. Jetzt ungefähr ein bisschen kürzeren Lauf. Was heißt kürzeren Lauf? Dann haben wir trotzdem unseren Marathon geschafft. Bis zur nächsten Ortschaft, wo wir übernachten werden, sind es jetzt, glaube ich, noch 10 oder 11 Kilometer. Da das ist einfach jeden Tag ein Marathon, ne? Heute insgesamt auch wieder. Wie lange ist der Marathon? 43, 42,5, 43. Wir sehen uns dort. Super. Tag 7, Lauf 2, Landstraße. Ich glaube, wird die ganze Strecke auf Landstraße sein. Die Autos sind auf jeden Fall schnell unterwegs, aber ich pass auf. Da ist ja Edeka. Super. So, ich bin gleich da. Haben wir den 7. Tag auch geschafft. Meine Wade zwickt ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Kein Problem. Halb so gut. Was geht ab? Die Frau unten dachte zu mir, ich bin Bauarbeiter und will die Straße aufreißen. Ich so, nein, ich bin Gast. Ich wollte hier schlafen. Die so, ja, wegen ihrer Montur und so, tut mir leid. Ich meinte, das ist kein Problem. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Hat sie gefragt, wo dein Helm war? Nein, aber sie meinte dann direkt, ja, oben im Zimmer und so. Hast sie gesagt, dass du noch nicht hochkommst? So, Tag 7 ist geschafft.
geschafft, 42,6 Kilometer. Das Video lädt irgendwie nicht so gut, ja? Solider Tag, wir haben unser Soll erfüllt. Er läuft mehr als ein Marathon am Tag, für andere ist das sein Lebensziel, einmal einen zu schaffen. Ja, geisteskrank, wirklich. Wir sind jetzt hier auch in so einer Pension gelandet, nehmen wir mit. Ist auch preisgünstig gewesen. Hat alles, was man braucht, ein Bett, Bad, warmes Wasser. Mehr brauchen wir nicht. Die Jungs gehen jetzt noch ein bisschen einkaufen. Hier gibt es einen Lidl oder Edeka in der Nähe, habe ich gesehen. Ich gehe gleich duschen, ich mache noch ein paar Liegestütze. Wir sehen uns bei Mampfen. Super. So Leute, herzlich willkommen. Cyborg Kitchen. Heute auf dem Menü steht Sandwiches. Wir waren einkaufen, also die Jungs waren einkaufen. Danke, Kubi. Ja, wir sind gut nach Hause gekommen. Dankeschön. Folge gestern war eine 10 von 10. Auf jeden Fall. Bei Edeka oder Lidl? Lidl lohnt sich. Heute, ja, schönes Set. Wo hast du das gesehen, dass der Gebetsteppich immer dabei hat? Heute auf dem Menü. So Leute, super. Ach da. So Leute, herzlich willkommen. Cyborg Kitchen. Heute auf dem Menü steht Sandwiches. Wir waren einkaufen, also die Jungs waren einkaufen bei Edeka oder Lidl. Lidl lohnt sich. Heute, ja, schöne Sandwiches mit Dinkel-Sandwich, also Toast. Tomate, Philadelphia, bisschen mit Lachs. Machen wir uns noch Spiegelei und so drauf. Bisschen mit Eisbergsalat. Ich habe übertrieben Bock drauf. Ja, ja, ich merke, wie viel er isst. Er hat 7 Döner gegessen. Der hat 4-5 Subway-Dinger verdrückt. Und man merkt das, weil alleine schon, wenn wir hier darauf reagieren, hier sieht man mehr davon, wie er isst, als wie er läuft. Also er zeigt viel, auch so, was er zubereitet und so. Er ist ja die ganze Zeit auch Essen laufen, Essen laufen, Essen laufen. Ich würde sagen, wir warten, bis die Pfanne ein bisschen heiß ist. Und dann kloppen wir hier schon mal 4 Eier rein, ja? Oder? Ne, 6. 6 rein direkt, oder? Kannst hier rein. Ja. Uno. Dos, weil das Auto schräg steht. Schlägt die Pfanne auch schräg und alle Eier gehen dahin. Tres. Quattro. Was heißt 5? Cies. Cinco. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, siete, ocho. Nueve. Nueve. Diez. Dies? Nein, diez. Diez. Sorry, das war heiß. So heiß. Wir sehen uns gleich beim Zubereiten des Sandwiches. So, wir fangen mit der Basis an, mit Frischkäse. Und dann nehmen wir hier so ein Salatblatt. Brauchen wir eigentlich noch eine Tomate. Müssen wir aber erstmal waschen. Oh. Bisschen Salz. Dann nehmen wir den Lachs. Der Bede weiß Bescheid, ja. So, jetzt warten wir noch auf ein Ei. Und dann ist das Sandwich perfekt. So, Ei ist auch drauf. Zuklappen. Stark. Mhm. Fuck it, Anthony. Geil. Der ist echt sympathisch. Von den Dingern hole ich jetzt, glaube ich, 10 Stück weg. Gut. Mach mehrere. Boah. Kommt ihr alle von hier, oder was? Ja, ja, alle aus dieser Stadt. Echt krass. Ich darf sogar jetzt zusammen von der Posse sein. Mit ein paar Kollegen zusammen. Also wir sind, glaube ich, insgesamt 11 Stück jetzt. Ja? Ja. Spaß euch. Ja, Dankeschön. Ich denke, ich eine Bowl rüber bin, aber ich wusste jetzt nicht kalt. Oder nein, wir haben gut gegessen. Dankeschön. Hallo. Alles klar? Ja. Gute Besserung. Oh, danke. Was passiert? Ich habe eine Beckensplitterung und ein Muskel ab. Das. Oh. Scheiße. Komm vor. Muss weiter. Ja. Muss weiter, egal wie. Ich fahre nicht mit Auto. Ich fahre keinen Schritt mit Auto. Ich will immer mit Dings. Die haben alles schön eingekauft. Ich habe schon drin geduscht. Und bist du auch ein bisschen gejoggt? Ja, Bruder, natürlich. Bennett, Bro. Ich grüße dich. Super, sind. Vielen Dank. Ich bin ja einmal ein bisschen rote Beete-Sachen unterwegs. Ich habe mir gewusst, dass auch gerne Datteln ist. Ey, Jungs, ja. Wir haben ja ein paar Sportsachen mitgebracht. Das ist schon was für deine Liegestütze. Wir haben kleine Springseife mitgebracht. Haben wir gesehen, so hat es noch Teile. Danke, Bruder. Jim wächst. Euch auch. Jungs, vielen Dank. Kommt gut nach Hause. Kommt niemals. Kommt gut nach Hause, Jungs. Ciao, ciao. Meinst du, wir brauchen ein eigenes Auto für Gym-Equipment? Oder ja. Was für Ausmaß das angenommen hat. Ich hab Gänsehaut, ja. Crazy. 7. Tag. Geht zu Ende, geht schlafen. Morgen geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Kilometer werden abgerissen, wir angeln uns dann wieder weiter voran. Bis dahin wünsche ich eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Super.
Jetzt ist er auch immer in Hotels, ne? Also wahrscheinlich, wenn die kein Hotel finden, dann zeltet er auch mal. Aber ich glaube, die haben das jetzt eingesehen. So, das ist auch noch zu viel Film, diese Zeltaufbauerei und bla und dann draußen pennen. Er sieht auch wesentlich entspannter aus mit diesen Hotelbesuchen, wie bei dieser einen Folge, wo er draußen geschlafen hatte. Da sah er nicht so entspannt aus, sage ich ehrlich. Guten Morgen. Morgen, Tag 8. Ich bin hier schon am Dingsrechnen, wo wir heute langlaufen. Ist so das Erste, was du morgens denkst? Du wachst auf und denkst so, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ja, ja, ohne Spaß. Ja. Ich wache auf und denkst, wasche mein Gesicht, Zähne putzen etc. Und danach wird direkt philosophiert, wo lande ich heute, wo gehe ich hin, wie sieht die Strecke aus, relativ dies und das. Und dann geht's los. Irgendwie, die Wäsche wird irgendwie nicht so trocken. Ich verstehe nicht, warum. Wo hast du die Aufgaben heute Nacht? Über die Heizung, ein paar draußen und manche hier drinnen. Aber irgendwie, die werden nie zu 100% trocken. 5 Minuten ist eh wieder reingeschwitzt, deswegen merkt man das nicht mehr. Heute laufen wir, der erste Spot ist, glaube ich, Bad Hersfeld. Gestern, also wir sind offiziell gestern in Thüringen, nicht in Thüringen, in Hessen angekommen. Also wir sind jetzt mittlerweile im Bundesstaat Hessen und laufen eigentlich jetzt Richtung Frankfurt straight zu. Und ja, die anderen schon wach. Ja, ich glaube, sind gerade so aus. Ja. Digga, meine Schuhe sind auch schon durch Tag 8. Also ich glaube, die halten noch so zwei. Dämpfung? Ja, die Dämpfung lässt langsam nach. Deswegen, ich glaube, aber noch so 2-3 Tage. Ich hatte mir immer eh vorgenommen gehabt, dass immer so ein Schuh 10 Tage halten soll. So Max. Und das ist ja jetzt auch nicht nur Asphalt, ne? Ja, weil auch diese ganzen die Stöcker, Überstöcker und sowas, dies und das. Deswegen nutzen die ein bisschen schneller ab. Hab gut geschlafen hier. Matratze war nur ein bisschen zu weich. Weich? Ja, ja. Bisschen zu weich. Du brauchst so dieses Harte. Ja, so ein bisschen, weil ich mich gewöhnt habe jetzt die ganze Zeit auf der Isomatte und draußen im Zelt und so, kam mir das auf einmal so richtig so schwammig vor. So. Aber war super. Treffen wir uns unten am Van? Unten im Van und dann laufen wir los. Geiles Wetter, oder? Ist geiles Wetter, aber ich kann das Wetter noch nicht ganz einschätzen. Entweder habe ich mich viel zu dick wieder angezogen, aber ich habe die Sachen mitgenommen. Oder es wird später nochmal ein bisschen frisch auf der Strecke. Deswegen, also was ich schon für Höhen und Tiefen vom Wetter miterlebt habe in den Kilometern, deswegen lieber nehme ich es mit. Ja, undankbarste Zeit jetzt aktuell gerade dieses Wetter, wo er losgelaufen ist. Am Ende später dann zu brauchen. Aber mich regt eher auf, dass gerade die Dings nicht lädt. So, das ist das, was ich jetzt laufe. Wir sehen uns also in 32 Kilometern wieder. Später. Später. So, Tag 8 hat gestartet. Erster Lauf des Tages. Sehr schönes Wetter. Himmel ist sehr schön blau, nicht eine einzige Wolke. Also ich glaube, die Regentage sind jetzt erstmal vorbei. Es war noch ein bisschen frisch im Schatten, aber in den Sonnenbereich ist wirklich sehr angenehm. So, ich habe jetzt ungefähr so 32 Kilometer vor mir mindestens, bis wir zur ersten Pausestelle ankommen. Wir laufen jetzt immer weiter Richtung Frankfurt. Also ich glaube, bis Frankfurt sind noch so 100. Jetzt ist er schon in Frankfurt angekommen, haben wir vorhin gesehen. 50 Kilometer. Also auf dieser Cyborg-Season-Seite. 2-3 Tagen erreichen. Wir haben auch schon 10% der Strecke Richtung New York absolviert. Krass. Also wir sind schon bis zum weitesten Punkt von Portugal. Mittlerweile über 300 Kilometer, ich glaube fast 350. Läuft alles nach Plan. Wieder viel Landstraße. Bis Porto. Aber dieser Seitenstreifen, unglaublich. Also fühlt sich an wie ein Gehweg, dass du nicht die ganze Zeit hier an den Autos so krass nah vorbeilaufen musst. Sehr angenehm zu laufen. Auch sehr coole Strecke gerade. Wetter super. Super, es ist 10 Kilometer geschafft vom ersten Lauf. Weiter geht's. So, ich wurde gerade von der Polizei angehalten. Ist eigentlich. Er wurde von der Polizei angehalten. Warte, das hören wir uns gleich an. Es ist auf jeden Fall auch eine geile Marketing, dass er links lang läuft, ne? Weil jeder, an den er vorbeiläuft, wird sich vielleicht so denken: Boah, was ist das? Und dann vielleicht kriegt er das ja im Alltag irgendwie zu hören. Und von 1000 Autos wissen 200 mehr Bescheid. Und sowieso ist viel Mundpropaganda auch im Spiel, ne? Also, dass die Leute sich gegenseitig einfach erzählen, ey, hast du gehört, heute ist bei uns im Dorf der und der vorbeigelaufen. Hast du gehört? Ja, der ist auch an mir vorbeigelaufen. Und so weiter und so fort. Das macht schon einiges aus. Kilometer geschafft vom ersten Lauf. Weiter geht's. Ja, natürlich. Auch weil die Autos von hinten kommen, ist natürlich besser, dass er links lang läuft. Da sieht er alles. Aber ich glaube, es ist unterschwellig, ohne dass er es wollte, auch eine gute Marketing. So, ich wurde gerade von der Polizei angehalten. Zum Beispiel in so Dörfern. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Du fährst vorbei und du siehst,
da ist links jemand. Dann fuckst du dich ab, beleidigst den innerlich, dies, das. Und dann gehst du, was weiß ich, an die Dorftankstelle. Und dann sagen die, boah, heute ist, hast du schon mitbekommen, jemand ist da lang gelaufen oder was weiß ich. Also auf jeden Fall ein bisschen rumsprechen tut sich das. Weil ich halt auf der Autobahn laufe. Liebe Grüße an die Kollegen vielleicht. Kollegen, ich sage halt, ob ich selber kurz. Was die mich trotzdem weiterlassen laufen haben. Die haben mir jetzt hier so einen anderen Weg gegeben, dass ich hier lang laufen soll. Also die haben halt gefragt, was ich mache, weil halt in dem Moment auch Zuschauer kamen, ein Bild gemacht haben. Habe ich das halt gesagt, dass ich auf New York laufen will. Waren die erstmal ein bisschen komisch, aber die wollen halt auch nur ihren Job machen und die wollen halt für maximale Sicherheit sorgen, weil viele Autofahrer wohl angerufen haben und Bescheid gegeben haben, dass halt jemand auf der Autobahn läuft. Ich meinte dann halt, ob man irgendwie eine Einwilligung geben kann, dass die halt ihren Job gemacht haben, aber ich halt sozusagen mit voller Verantwortung das Risiko eingehe, falls etwas passieren sollte, etc. Haben jetzt meine ganzen Kontaktdaten und so aufgenommen und meinten, dass ich jetzt erstmal hier auf diesem anderen Weg laufen soll, der halt nicht auf der Straße ist. Der soll jetzt so um die 7 Kilometer gehen. Ist dann auch relativ nah zu unserem Standpunkt, wo wir halt Pause machen. Also passt das eigentlich. Wie gesagt, falls Sie das sehen sollten, tut mir leid nochmal. Ihr macht einen super Job. So, jetzt sind wir irgendwo in so einem anderen Weg. Habt ihr uns geleitet? Sag mal, was denkt ihr? Wonach riecht dieser Tunnel? Jetzt. Das ist, glaube ich, ein bisschen Umweg, aber passt schon irgendwie. Aber auch schön. So, dann muss ich jetzt hier lang, da lang, hier lang, warum? Da lang. Ene, mene, mu, raus, bis du. Ach, ich weiß auch schon wieder. Hopp, 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 hopp. Zwischendrin noch ein paar Treppenläufe. Zack, 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 dass die Spritzigkeit auch bleibt. So, mittlerweile Kilometer 23, noch genau 10 Kilometer. Dann haben wir das erste Zielrot erreicht. Woohoo! Ja, ja, ich sag auch, das spricht sich überall rum, wo er langläuft, in diesen Dörfern. Safe. Wie war? Voll gut, 30,5 sind wir vom Nil, seit vom Nil war. Ist gut, ja. Normalerweise hätte ich noch 2 Kilometer gehabt bis zum Ort, aber die muss ich später so oder so laufen. Aber gut, dass wir Lidl, können wir gleich noch ein bisschen was einkaufen. Ich muss noch der Polizei angehalten. Was, warum das? Richtig. Du merkst dir alles. Ich weiß nicht, was ich erzähle. Ich bin so am Laufen und... Der riecht nach diesem Röpser, nachdem du beim Iraner Soltani und Cello Kebab gegessen hast. Da kam dann ein Zuschauer mit seinem Papa an der Autobahn, wenn man da kurz an der Seite halten kann. Einfach so ein Parkbuch. Genau, so ein Parkbuch. Machen wir so ein Bild, quatschen ein bisschen. Auf einmal kommt ein Polizeiwagen. Also so ein Polizeiwagen kommt angefahren. Bla bla bla, ich will so weiterlaufen. Dann sagt er so, ey du, mal kurz reden. Dann meint er so, was machst du denn? Also, was machst du? Ich so, ja, ich will von Berlin nach New York laufen, bla bla. Er sagt so, ja, wir kriegen die ganze Zeit Anrufe, also von den Leuten auf der Autobahn, weil ich halt gegenüber laufe, die rufen halt die Polizei an, jemand läuft auf der Autobahn. Bist du Autobahn oder Landstraße? Ne, Autobahn. Du bist auf der Autobahn gelaufen. Ja, aber da gab es ja keine Landstraße, wo soll ich sonst laufen? Auf der B45 oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es ist. Bundesstraße. Egal. Dann habe ich halt gesagt, da meinte er so, ja, wie heißt du denn und so, dies und das. Habe ich halt mein Dings gezeigt, hat er gesagt, okay, krass. Also er dachte, glaube ich, aber... Was? Er hat ihm sein Dings gezeigt? Ja, wie heißt du denn und so, dies und das? Habe ich halt mein Dings gezeigt. Hat er gesagt, okay, krass. Also er dachte, glaube ich, am Anfang, ich lüge. Aber es waren 2 jüngere Polizisten. Okay. Liebe Grüße, falls vielleicht das Video sehen. Ich glaube, die gucken sich jetzt auch die Videos an. Die meinen, die verfolgen das. Ich meinte so, ja, was soll ich jetzt machen? Also, ich muss weiter geradeaus. Also, einen anderen Weg gibt's nicht. Und die waren halt so in dieser Zwickmühle. Und es tat mir dann auch für deren Arbeit leid. Das Ding ist, er meinte dann, ich will dich eigentlich weiterlaufen lassen, weil die das Projekt cool finden. Aber er meinte, wenn etwas passiert und die haben mich halt angehalten und die Leute rufen halt an, dann sind die halt am Arsch. Und dann habe ich gesagt, so, ja, kann ich nicht irgendwie eine Einwilligung geben, irgendwie eine Vollmacht, das ist halt alles auf mein eigenes Risiko. Wenn ich in Deutschland Polizist wäre und jemand würde mir sagen, ey, ich laufe gerade nach New York und er benutzt den falschen Weg und ich gebe mir kurz die Mühe und schaue mir an, oh, der läuft ja wirklich nach New York, würde ich sagen, sag der hin, lauf weiter. Das ist wirklich Dings, ne? Also das ist so geisteskrank, wie so alles Millimeter genau nach Gesetz laufen muss und so. Dass die mich halt sozusagen darauf aufgerichtet haben. Dann meinte er so, ja, gib mir mal deine Kontaktdaten etc. Habe ich das alles gegeben. Dann meinte er so, ja, lauf mal bitte dann wenigstens hinter der Leitplanke. So, und dann bin ich halt ein bisschen gelaufen und dann war Gott sei Dank von... Doch, doch, Brechstange. Du willst dir ein Land ohne Polizisten, willst du dir nicht vorstellen. Also, ich will jetzt nicht zu Dings, ich will jetzt nicht zu gut über die reden, aber das hat schon seine Richtigkeit, dass es sowas gibt. Aber man kann es auch übertreiben. Von der anderen Seite war es ein bisschen Umweg, aber war so ein Fahrradweg. So, ich muss dann auch unten rum. Und da ging es Gott sei Dank, hat die Route dann so einen anderen Weg angezeigt. Fand ich aber trotzdem cool, dass sie nicht so komplett so auf Sturkopf dann gesagt haben, nee, es geht nicht weiter und bla bla bla, sondern
dass man so zusammen irgendwie eine Lösung gefunden hat, weil die halt wussten, okay, wenn die mich jetzt mitnehmen, Bruder, dann ist vorbei. Ja, und dann ging es weiter und jetzt sind wir hier. Aber auf diesen Moment habe ich nur gewartet, ich schwöre. Ja, war auch Frage der Zeit. Ja, war Frage der Zeit, dass das passiert, weil wir jetzt immer mehr in Richtung Frankfurt kommen, dass halt die Autos noch mehr, also es sind einfach noch mehr Autos, es sind noch mehr Menschen auf den Autobahnen und es kommen auch immer mehr Leute, die halt hupen oder so allgemein halt vor auf den Dörfern, da hat es ja keinen interessiert so richtig. Denkst du, das fliegt weg? Also wenn das wegfliegt, dann springe ich nicht drüber. Sehr windig, ja. Hast du Klammern? Irgendwie eine Klammer oder so? Ne, ich hab was für dich. Hier, Bro, ich hab eine Wäscheleine. Spann die mal von Auto zu Auto oder quer vom Dings. Und hier sind Klammern dran. Er hat Wäscheleine mit dabei. Schwerkraft. Der will so an irgendeinen Zaun, will er seine Klamotten anhängen. Und sein Assistent da, den er mitnimmt, der fragt nach Dings, habt ihr irgendwie eine Klammer oder so? Der sagt, ach ja, hier, zufällig, ich habe eine Wäscheleine mit dabei. Gib ihm die doch. Was lässt du in diese Sachen da aufhängen? Sind das jetzt die frischen oder? Was ja, ist? Ich habe die gestern in der Dusche, habe ich die gewaschen. Mein Schlüpper. Ich habe mir selber gesagt, man ist ja die ganze Zeit gewohnt gewesen, so Waschmaschine, immer warme Dusche, immer man jederzeit... Ey, ich frage mich das die ganze Zeit. Ich meine, er nimmt dein Team mit. Er läuft doch schon 50 Kilometer am Tag. Er sagt, ja, ich habe meine Klamotten sind heute ein bisschen nass. Ich habe die aufgehangen da und keine Ahnung. Gib doch ein bisschen ab. Konzentrier dich nur du aufs Laufen. Man riecht fresh. Jetzt. Geht auch so, ne? Geht. Was heißt, geht auch so, aber ich hab mich damit abgefunden, dass ich für die ganze Reise mich einfach ein bisschen runterschraube von der Hygiene natürlich das Bestmögliche rauszuholen. Aber halt, wenn es halt nicht immer geht, dann geht's halt nicht. Was soll ich machen? Also ich kann ja nur das Beste rausholen. Deswegen, falls mich mal jemand sieht und ich rieche ein bisschen nach Schweiß, seid mir nicht böse. Alles klar? Ja, bitte. Ich stell vor, die sagen jetzt so, nee, mit dir mach ich keine Bilder, du riechst nach Schweiß, was soll das? Alles cool, ja? Also, wir haben hier ein bisschen Obst, Gemüse. Das ist jetzt hier noch mein Ingwer. Ein bisschen mit Honig. Der ist gut scharf heute. Oh, mein Soft muss ich auch noch nehmen. Ein bisschen Salz. Ich würde sagen, guten Appetit. Super. Mampfisch jetzt erstmal und dann geht es später in die zweite Runde. Stark. Stattel. Bisschen Münz Mallorca. Super. Ich esse immer so ungerade Zahlen. Also entweder 1, 3 oder 5. Oder 7 Döner. Das sind die Datteln, ne? Die ihr geschenkt bekommen habt. Medjool Datteln. Schön mit Erdnussbutter. Schmeckt wie gesunder Snickers. Super. So, zweiter Lauf des Tages. Ab nach Niederjossa. 17 Kilometer ungefähr vor mir. Ich werde natürlich nicht 3 Stunden brauchen, sondern fixer. Später, die Jungs machen jetzt noch das dritte YouTube-Video ready. Aber wenn das Video rauskommt, ist das schon draußen gewesen. Die laden das jetzt noch hoch, machen noch Thumbnail und so. Ich gehe in der Zeit Kilometer sammeln. Sehen uns dann da. Da gibt es aber keinen Schlafplatz, ne? Wir schauen mal, was sich. Wir schauen mal. Vielleicht haben wir Glück und dann nimmt uns jemand wieder auf. Wenn nicht. Ah, okay, die haben keinen Schlafplatz. Ich gehe nochmal kurz pissen. So, zweite Runde des Tages. Tag 8. Ungefähr 17, 18 Kilometer Lauf geschafft. Super Tag gewesen. Ist jetzt relativ reibungslos abgelaufen alles. Pause war gut, gut Kalorien getankt. Also Beine fühlen sich auch gut an. Mal gucken, wo wir heute landen werden. Der Stadtteil heißt Niederjossa. Ist relativ ruhig dort. Also da gab es erstmal keine Pension, wo wir bleiben können. Wird wahrscheinlich dann, werden wir uns irgendwo platzieren, erstmal Kilometer pressen. So, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich bin. Aber dieser Ort gibt mir ein bisschen schon Stadtvibes. Also Straßen sind sehr befahren, relativ viele Menschen auf den Straßen. Ich laufe langsam, weil wir uns immer mehr Frankfurt nähern, kommen immer mehr so ein bisschen größere Kleinstädte. Hab ich so ein Gefühl. Hotel am Kurpark. Jede Marke, die er gerade trägt, kriegt kostenlos Werbung. Eigentlich Jack Wolfskin musste in seine verschwitzten Eier fressen, dafür, dass er andauernd diese Mütze trägt. So sieht's aus. Hier bleiben wir natürlich nicht, aber sieht nicht schlecht aus. So, ich bin bei Kilometer 11 mittlerweile. Noch
Auch hier das sieht man die ganze Zeit, habe ich vorher nie gesehen. 6 Kilometer, also 6,5, irgendwie sowas. Dann haben wir auch den 8. Tag geschafft. Deswegen sage ich jetzt Managementleistung. Zwischendurch, während der gerade läuft, tach. Management soll erstmal Vorschuss klären. Die beiden Jungs, aber ich glaube, die machen ihre Arbeit sehr gut. Nedayosa. Warte, ich habe meinen Lauf beendet. Wir sind gerade ein bisschen am Reden. Ich habe die gefragt, wie lange die mich schon gucken. Auch nicht so lange, ne? Nicht so lange, aber auch nicht so kurz. Also nicht 3, 4 Monate. Cool. Sehr inspirierend, vielen Dank, Dankeschön. Danke, Bruder, ich danke euch. Jedes Mal, als man dich gesehen hat, war man motiviert. Man hat gar kein Problem mit Ausdauer. Geil. Wenn man ein Ziel hat, dann ist schon echt geil. Ja, Bro, wie war? Jetzt ist er kaputt. War gut, 17,5 haben wir heute wieder 47,8 oder so gemacht. Ich hab Hunger, ja. Ich habe einen Vorschlag. Du hast die Wahl zwischen Sandwiches oder Nudeln mit einem guten Pesto und auch eventuell ein bisschen hier Thunfisch. Ich bin für Sandwiches. Okay, machen wir. Sandwich besser, oder? Ja. Hab ich Bock auf Sandwiches wieder, wie gestern. Mit allem? Ja, Mann, das war gut. Schön mit Eier, ein bisschen mit Lachs, ein bisschen mit Tomate, ein bisschen mit Frischkäse. Da sehe ich mich. Wie läuft das YouTube-Video? Ist fertig, ist super. Ja. Der Upload scheißt nur gerade rein. Ist wieder Faxen, ja? Internet? Ja, also guck mal, wir können auf dem Land mit 200 runterladen. Ja. Aber nur mit 6 hochladen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, egal. Aber wir geben unser Bestes. Ich hoffe, das Video kommt einfach noch heute noch online. Doch safe noch, ne? Eine Stunde oder so bestimmt. Ja. Wir geben unser Bestes. Wir optimieren pro Video immer weiter, bis wir irgendwann vielleicht mal die 18 Uhr knacken. Never give up, you versus you. Ja. You versus Internet. Kasseler Berge. Aber ich glaube, die Leute haben Nachsicht, ja. Also ich glaube, die wissen, dass wir unser Bestes geben. Du bist angekommen vor 10 Minuten. Ja. Vor 15 Minuten haben wir überhaupt den Platz geklärt, wo wir hier sein dürfen, dass wir Strom haben. Und dann muss der Upload noch stimmen, weißt du? Das ist hier. Wir machen eigentlich alles parallel. Also ja. Die Jungs, ich mache ja meine Kilometer, dann wird dazwischen aufgenommen, dazwischen wird aber schon für das nächste Video gecuttet. Die Dateien werden miteinander sortiert, blablabla, blibablub, keine Ahnung. Wird versucht, irgendwie Platz zu organisieren. Also schon ein Riesenapparat, was man hier versucht, irgendwie zu bewältigen. Aber bis jetzt, toi, läuft alles super. Stark. GGs an uns. Noch nicht ausgelastet? Nee, ein bisschen Bauch trainieren, weil ich merke, durch den Rucksack wird der Core noch mehr beansprucht. Die ist nach vorne und nach hinten. Deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen Bauch, dass die Bauchmuskulatur nicht abbaut im Laufe der Zeit. Deswegen mache ich jetzt hier noch so 5 Sätze, ein paar Wiederholungen und dann passt das. Mach dein Ding, Bro. Danke, Bro. Was geht, Wallach? Alles gut? Er trainiert einfach nicht, ja. Heute keine Klimmzüge aber, oder? Ich habe auch seine Dings nicht gesehen, seine Strichliste für die Klimmzüge. Oh, ich habe gerade unglaublich sicher, wie, weißt du was? Warum? Ich habe gerade das Gefühl, als ob wir gerade diese Situation schon mal erlebt haben. Nein, aber gerade so dieses wie in der Wiese liegen und so. Lagen wir irgendwo in der Wiese? Alter, wie krass. Ey, Bro, ich mein's wirklich ernst gerade. Ich hatte aber neulich tatsächlich auch ich weiß nicht, ob es déjà vu ist oder ob ich Psychose habe durchs Laufen bekommen. Kann auch sein. Schon ein schräger Typ gerade. Ja. Oh. Der WD ist ganz in meiner Nähe. Bekommt einen geisteskranken Döner und eine Baba-Pfeife mit Hasso-Tabak. Ein Mann, ein Wort. Gib ihm. Jetzt ein bisschen die Schienbeine entlasten. Auch gut hier für die Knie. Sehr gut für die Oberschenkel, für die Knie. Lecker, Sandwiches. Freut sich alle. Aber der Platz ist voll gut eigentlich, oder? Okay, ich würde sagen, ich gehe duschen. Ich nehme euch mit. Spaß. Ich will duschen und dann yummy essen. In the night, that's wrong. In the land it all. To the moon is the ocean. To the sea, darling, Stan. Bami. Oh, Stan. Bami. Oh, Stan. Bruder, hilf ihm hoch. Stan, Bami. Boah, Bruder, das war knapp, Digga. Wie findet ihr meinen Schlafplatz heute? Spaß, wir müssen noch ein bisschen umräumen, aber hier kommt gleich mein Bett. Zeit für das dritte Auto. Ich schwör's dir. Bruder, wo kommen die ganzen Sachen her? Ich check's nicht. Digga, geistkrank. Oh, Chicomello. Sandwiches wie gestern. Mit Frischkäse, Eiwa, Lachs. Jetzt ein bisschen noch Tomate drauf. Da kochen noch ein paar gekochte Eier. Und dann machen wir hier uns wieder einige Sandwiches.
Die letzten Tage hatten wir nicht so Bock auf Nudeln, weil wir gefühlt nur noch aus Thunfisch und Nudeln bestanden. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen uns umgeschwappt auf Sandwiches, bis wir das auch nicht mehr sehen können. Und dann gehen wir wieder auf Nudeln. Ich glaube, es wird so fliegender Wechsel immer. Ein bisschen Dings hier. Frischkäse mit Eiweiß schmeckt übertrieben lecker. Was? Guck mal, Jungs. Guck mal, die Jungs bringen uns... Karpus. Endlich hat er es geschafft. Wassermelone, ein bisschen was zu knabbern, Kekse, Fiji... super. Super, Sinis. Dankeschön, Bruder. Bruder, ich werde es vernichten. Mach dir keine Sorgen. Vielen lieben Dank, Bruder. Von wo kommt ihr? Wir sind hierher gelaufen, wie Männer, nicht wie die anderen. Stark. Nachtisch ist schon mal safe. Ich sag es. Nachtisch ist schon mal safe. Ich sag es hier und jetzt. Was ist so das auf Augenhöheste? Wie nennt man Leute? Supporter oder Community? Aber auf Augenhöhe. Weil Community ist immer so ein bisschen so, als ob ich hier Dings bin und die sind so unter mir. Das mag ich nicht. Was ist so? Supporter? Wegbestreiter. Supporter? Ich bin schon Supporter. Community ist höher als Supporter. Weil Supporter sind ja Leute, die dich extra unterstützen. Und Community ist ja quasi so ein. Ach, kann Community kannst du sagen. Community können alle gleich sein. Community? Okay. Ja. Offiziell, ich habe die coolste Community. Was? Da kommt jetzt was. Wir gehören auch zu deiner Community. Bruder, was soll ich denn sagen? Arda. Ich habe die liebste Community, die coolste Community, strammste, stärkste, fitte. Arda ist 12er. Beste, hübscheste. Sag meine Fraktion. Nein, na doch, doch. Meine Herwals. Oh nein. Nein, schon. Na, aber super danke. Super Sinnes. Geht gerade hoch, Bruder. Ist gerade. Verarbeitet hoch. 4K 6 Minuten. Verarbeitet gerade für 4K 6 Minuten. Bruder, unser Router hat uns geknallt wieder, ja. Wir sind irgendwo nirgendwo. Was soll ich machen? Ja, passt. Geben unser Bestes, Bro. Alles klar. Dankeschön, super Stream. Die Folge ist gleich zu Ende. So, ich habe jetzt ungefähr. Jetzt noch ein bisschen Nutella. Ich habe gegessen, jetzt esse ich noch ein bisschen die Packung von den Protein Wraps. Das sind jetzt wie viele? 8 Stück. Einfach ein bisschen mit Protein. Schmiert der da auch wieder Nutella drauf oder ist das irgend so ein Protein-Nutella? Manch mit Honig, Kalorien. Bio-Nutella. Ich sag dir ehrlich, mir macht Essen sehr viel Spaß. Was ist in Final City noch passiert? Ich weiß es nicht. Muss ich gleich mal herausfinden. Brechstange sagt zum Clay Olum, deine Gamer ist stabil genug, schnur hier kein Sub. Aber das ist die dritte Disziplin. Laufen, essen, laufen, essen, schlafen. Was geht? Ja, komm. Kalorien tanken, Kalorien tanken. Jetzt essen wir noch, haben zwei liebe Jungs vorbeigebracht. Cookies, schmeckt super. Eigentlich ein richtig kaltes Glas Milch, wäre noch super, aber egal. Was mit der Melone? Boah, da sagt er was, ne? So Cookies mit kalter Milch. Was ist los? Müde? Ja. Hier ist noch dein Saft. Danke, Bro. Auch schon wieder 2 Tage um, ne? Ja, Mann. Das ist das Outro, ne? Ja. Diesmal halte ich mich, glaube ich, kurz. Vielen lieben Dank für euren super Support. Ich hoffe, das vierte Video, ne? Das ist die vierte Episode, ne? Yep. Die vierte Episode hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen. Schreibt was Cooles in die Kommentare. Euer Feedback, bin ich gespannt. Super. Boah, guck mal, er hat... würde ich mich sehr, sehr... Er hat nicht einen Nasenhaar. Freuen. Schreibt was Cooles. Guck mal. Das ist ja krank, ja? Er hat nicht einen Nasenhaar. Cooles in die Kommentare. Euer Feedback, bin ich gespannt. Super Sinnes, bis zum nächsten Video. Haut rein. Los. Gute Nacht. Nacht. Super Sinnes. Guck mal, er schläft im Koffer. Wir hätten eigentlich auch mit einem Wohnwagen mitfahren können. Sehr, sehr stabil. Debré, Arda. Heute vierter Tag, vierter Block. Und seit 8 Tagen unterwegs oder seit 9 Tagen oder seit 10 Tagen. Und sehr, sehr stabil, sehr vorbildlich, richtig krass. So, Freunde, Dankeschön für diesen nice Stream. Ich bin auch sehr müde geworden. Und ich hoffe, man sieht sich das nächste Mal wieder. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Rebelovic.